Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Trivolos Big Pack. Immer noch mit dabei der Kratzi 252. Hallo. Heute hast du gerade mal extra deinen Namen beschissen ausgesprochen. Ich merk's. So, wir waren jetzt dabei. Wir haben in der letzten Folge die Tesserakte gemacht. Und wir wollen jetzt auch ein bisschen Energie damit herstellen. Und zwar Windturbinen wollen wir machen. Und die Windturbinen wollte ich dann oben auf dem Berg aufbauen. Aber auch dann nicht so wirklich 1-2, da wollte ich schon genug aufbauen. Dafür brauchen wir jetzt aber auch erstmal von dem, wie heißt es, Enriched Alloy einiges. Ah ja, ich habe nochmal ausgehend hier so ein bisschen Salz gefarmt. Wir brauchen jetzt aber wie gesagt erstmal vom Enriched Alloy etwas. Das wird gemacht aus Redstone und Iron, wissen wir ja. Eisen haben wir jetzt, machen wir mal hier 50 bereit. Da machen wir das einmal, komm, mach mal so. Einmal richtig schön auf Vorrat. Ich glaube, bald könnten wir uns auch mal um eine Quarry kümmern. Man muss aber gesagt haben, Quarry. Na, halt die Schnauze. Das hat mir extra gesagt, heben wir uns noch für die Aufnahme auf, wenn das kommt. Okay. Ja, wir haben nur eine kleine Besonderheit eingebaut mit der Quarry. Oder eher gesagt, der liebe Trivolo. Das ist ja sein Pick. Also wenn es kacke ist und ihr euch beschweren wollt, ihr wisst wohin. Ach, keine Angst, auf dem Filler wirkt sich das nicht aus. Ich hab nachgefragt. Ja, das war mir aber auch schon mal bewusst, dass ich ihn aus Versehen einmal abbauen musste. So, wir brauchen noch Gold. Dann Redstone. Na? Und Osmium. Und damit sollten wir schon alles haben, soweit. Dann können wir einmal hier die Energy Tablets machen. Wir brauchen noch von den Teilen hier. Von den Basic Control Circuits. Mal schauen, ob wir schon eins machen können. Nein, da fehlen uns jetzt wieder das Enriched Alloy. Jetzt sollten wir aber welche hinbekommen. So, Windturbine. Na, machst du mal? Nein, nicht. Meine Güte, man kann auch alles erstmal überreden. So, liebe Crafting Station, würdest du das einmal so zusammen craften? Vielen Dank. So, zwei Windturbinen, die sich leider nicht stecken. Also, ich stelle das einmal ungefähr aus, was ich so vorhabe. Einmal hier diesen Backpack voll Windturbinen und wir können einmal durchstarten. Dann haben wir genug Energie. Für das Erste. Also ich will wirklich die unendliche Energiegenerierung machen. Und da habe ich jetzt nicht so wirklich vor, wie eine Freundin von mir einfach ungelogen. Eine Freundin von mir hatte auf einer LAN-Party, hat ihr gesagt, dann steckt hier alles ein, aber lasst einen Platz frei. Und die hat in diese eine Zeile, wo in der einen Steckleiste, hat sie das Kabel reingetan. Von der Steckleiste und gesagt, ja, jetzt könnt ihr starten. Bienen, wir haben keinen Strom. Doch, doch, habt ihr. Ich habe unendlich Strom erzeugt. Ernsthaft? Ernsthaft. Oh mein Gott. Ja. Also das war eine Intelligenzbestie hoch 10. So. Wäre schön, wenn sowas ginge, aber es geht nicht. Ja, ich meine, hallo, Energieprobleme für alle Zeiten gelöst. Ich weiß gar nicht, warum die das in Afrika noch nicht gemacht haben. Kannst ja mal nachfragen. Ja, ich glaube, wir haben eine Marktlücke entdeckt, ne? Gut, das ist gleich durchgeheizt. So, wir können aber schon mal hier einen Tesserakt aufstellen. Dann mal hier oben hin. Da machen wir die Frequenz 257. Machen dann hier Disabled. Energy Mode Receive Only. Dann schreiben wir als Frequenzname Dosh ist ein geiler. Scheiße, man geht nicht.
Außerdem gehört da noch ein Licht rein. Dosch ist episch. Frequenz setzen, so. Dann haben wir den bereit. Stellen wir den einmal ganz kurz hin. Und dann nochmal hier, 2, 5. Na. Ah, ich habe ausgeschaltet. Ich habe gerade gewundert, ob mein Numpad nicht funktioniert hat. So, so. Und sagen dann hier, Energy wird gesendet. Gut, damit sind die Tesseracte schon mal bereit. Jupp. Dann nochmal hier was Osmium. Ich glaube, Osmium-technisch werde ich jetzt gleich alles aufbrauchen, was ich habe. Gut, das letzte Energy der Leute wird fertig gemacht. Füllen wir mal hier auf. Noch für die Basic Control Circuits davon machen, nämlich noch ein paar. Also, ich glaube, langsam erwischt es mir jetzt hier ordentlich. Ich glaube, ich muss nur gerade muten und meine Nase putzen. Wäre eine Idee. So, Rotzfahne ist weggebraucht. Und wir können auch weitermachen. Wollte mal gucken, dass ich was heißer werde. Okay, neue Energy Tablets. Oh, kein Gold mehr. Klar. Gut. Hier Gold dabei. Später nochmal Lust auf der Farmtour. Viel Spaß. Ich meinte wir beide. Ja, ich habe bei mir noch ein paar Steine abzubauen. So, nur so ein paar. Ja, ich brauche generell gleich wieder neues Eisen und so weiter. Ja, das hat sich bei mir schon erledigt. Ja, ich glaube, du gehst schneller weg als du denkst. Ja, ich habe einen ganzen Packpack voller Gold, Zinn und Eisen. So, ich mache jetzt erstmal die letzte Windturbine, die möglich ist. So, das Osmium und Gold ist schon wieder weg. Alter, hab ich mich gerade schon. Da ging ja schon ein Stück meine Tür auf. Habe ich die wohl schon nicht so gemacht. Bin ich jetzt aber gerade zu faul, einmal dicht zu machen. So, die Windturbinen kommen hier rein. Haben wir 3, 6, 12 Windturbinen, das sollte für das erste Mal reichen. Dann brauchen wir Energy Conduits. Hier sind 6. Ja, Eisen brauche ich noch. So. Dann wieder so. Hier ist nirgendwo mehr was drin, oder? Genau. Energie ist hier auch soweit fertig. Gut. Ist das jetzt hier bereit, oder? Da fehlt noch was. Sehr schön. Na komm, mach voran. Ich will jetzt nicht an hin und her laufen. Boah. Ey, du ziehst voll das Display in die Länge. Alter, coole Idee, sieht ja geil aus. Das müsste ich mir eigentlich auch nochmal aufbauen. Wenn der jetzt aktiv ist, ne? Die Ender Fluix Crystal, die leuchten. Ja, und? Es sieht richtig krass aus im Dunkeln. Das wollte ich mir aber nochmal hier richtig geil episch aufbauen. Okay.
Dann einmal nach oben. So. Da haben wir schon den ersten Freund, der uns entgegenkommt. Der aber nichts zu meckern hat. Gut. Wenn du magst, darfst du gerne mal schlafen gehen, ne? Ich hab kein Bett dabei. Dann geh ja bei mir pennen oder so. Der hat auch nichts zu melden. Komm, mach mal hier gerade was Platz. Tschüss, Bäume. Ihr seid scheiße, hässlich und keiner mag euch. I'm a tree. Was? Kennst du nicht das Video? Nein. Musst du immer anschauen, das ist eine Minecraft-Animation. Ich weiß gar nicht mehr, was genau das ist. Wie genau die Gegend, aber ich kenne auch hier die I'm a pig. Kennst du die auch? Ja, so in etwa. Ich glaube, das war sogar vom selben. Okay, hier sollte ich das nicht entfernen. Hier schaut schon mein Labor was raus. So. Ah, zeig ich aber noch. Da ist noch genug Puffer. So. Fällt dir eigentlich irgendwas ein, wie man Spawner bewegen könnte? Was? Spawner bewegen? Spawner bewegen? Nee. Gerade nicht. Also mir fällt eigentlich nur ein abbauen und dann wieder mit NRO fertig machen. Ja genau, das würde ich jetzt nämlich noch nicht machen. Du hast keine Lebensberechtigung. Weil die Dolly gibt's nicht. Ja, ja. Deswegen. So, jetzt viele Vorteile haben, müssen wir ja gar nicht anfangen. Aber vielleicht fange ich dazu, dass ich jetzt einfach da, wo der Spawner ist, die Monsterfalle hinsetze. Du hast einen Spawner? Ja, ich habe einen Spinnen-Spawner. Ach, Spinnen. Ja, ich wollte die dann so machen, dass man die entweder auf damit schnell die heiltet. Entweder automatisch macht oder dass man selbst dann farmen kann. Ach so. Gut, dann setze ich jetzt hier den Tesserakt hin. Und dann brauche ich den Egg. Hier aber schon wieder was Scheiße rein, was ich gar nicht brauche. Gut. Eine Windturbine. Mit den wunderbaren Geräuschen vom Mechanismus, was? Ach ja, diese schönen Geräusche. Ja. So, die produzieren jetzt hier gerade heiter lustig. 960 Joule pro Tick. Was wir uns halt einfach ziemlich gut hier oben zu nutzen machen können. Ah, hier ist der letzte. 700. So. Und dann verwenden wir das Ganze hier einmal. Ich glaube, da hätte ich auch noch eine dickere Leitung machen können. Viel oder was? Ich glaube, das würde ich alles abgegeben haben, Energie. Es ist natürlich dann heftig. Ah. Es sieht schon cool aus hier. Schauen wir mal, was an Energie und so weiter schon ankommt. Alter! Ich bin da, glaube ich, gefühlte 70 Blöcke. Ja, nicht so viele.
30 bis 40 Blöcke runtergefallen und hab's überlebt. Nicht schlecht. Falsche Rüstung, ne? Ja, dann nehmen wir einfach mal den Secret-Eingang bei uns in die Bude. Durch die Wand? Nein. Okay, ja drauf. Wusste es. Ich hab's nicht gemerkt, dass ich meine Bude einfach durch die Haustür gehe. Dann macht das heutzutage schon. Ist echt so. Das ist meine Bude. Meins! Ich komm hier privat immer durchs Fenster rein und raus. So, ich würde jetzt aber ganz gerne mal schauen, wie viel Energie reinkommt. Und das würde ich ganz gerne mit einem weiteren Block von Ender.io machen. Und zwar dem Power Buffer. Da brauchen wir Electrical Steel, Iron und Machine Chases. Ist jetzt nicht so das wirkliche Problem. 2, 3, 4. Dann 1, 2, 3, 4. Hier dürften noch Bars drin sein. Aber ich habe 4 Waren zu wenig genommen. Ja. Brauchst du nicht den Power Monitor? Was ist der Power Monitor? Glaube schon. Weil beim Power Monitor steht dabei, dass man das anzeigen lassen kann. Dann habe ich das verwechselt. Gut. Weil ich habe mich eigentlich gerade gewundert, hä, ist das, wann heißt das so? Aber brauchen aber schon fast das gleiche. Ja. Brauchen halt nur noch ein Electrical Steel dazu, ein Energy Conduit. Da brauche ich neue. Vor allem, weil das da oben nicht so wirklich gereicht hat. Okay. Basic Capacitor. Machine Chases. Ey, ich verkack das andauernd bei diesen Chases zu craften. Conduit Probe. Haben wir davon noch eine? Ich glaube schon. Oder auch nicht. Aber warte, ich glaube drüben im Lager war eine. Dann mobbt sich die mir da einfach mal. Wie ich jedes Mal denke, scheiße, das verfolgt mich fast, wenn ich an der Monsterfalle vorbeilaufe. Ich meine, das war hier. Ja, hier waren sogar 2, perfekt. Zufälligerweise noch irgendwo ein Unterschied über den Schein. Ein Electrical Steel. Ah, komm schon. Electrical Steel, komm schon, bitte, für mich. Schaute nix so. Ich fühle mich gerade richtig stark. Ich glaube, das ist die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Boah, diesen Song liebe ich einfach. Jo, dann machen wir jetzt mal hier weiter. Das will ich noch fertig machen. Schließlich neue. Was haben wir noch? Ja. Christian? Jo. Erinnerst du dich eigentlich auch noch an die Adventure-Map, die wir damals gemacht haben, als wir bei Mariti angefangen hatten? Ja, Gott, ey. Hast du noch mal Lust, hier vielleicht eine Aufnahme nochmal zu machen? Jo. Vielleicht können wir nochmal. Das wird heftig, das sag ich dir. Weil das war nämlich echt nichts für schwache Nerven. Vielleicht sehen wir ja nochmal hier Klaus und Tobi überredet.
als so gut halt Zeit und so weiter. Okay, davon eins. Pulverized Coal und Silicon. Bevor ich es schon wieder an die Backe geklatscht kriege. Das ist nicht Silikon, das ist Silizium. Da steht Silicon und ich nenne es Silicon. Nennen aber so viele falsch, ne? Das ist ja schon. Ne, weißt du? Ich fahre jetzt ja auf einem längeren Xnet-Server unterwegs. Da habe ich einmal gesagt, da haben wir noch irgendwo Silikon. Und ich habe wirklich von drei Seiten sofort, wo ich angeschrieben. Bist du des Wahnsinns, du Hurensohn? Das heißt Silizium und nicht Silikon. Also dann ist wenigstens Silicon. Oh Gott. Da habe ich mir auch noch gedacht. Jo, das ist ein Spiel. No one cares. Hab gehört, du sagst später noch was, Portal Stories, ne? Eher nicht. Ja, da, ich sag nämlich jetzt hier mal ganz schnell zu diesem Projekt. Es ist eingestellt. Ich häng einfach bei diesem Rätsel. So unglaublich fest. Ich hab niemanden gefunden, der das wirklich bisher weitergemacht hat. Also, der wirklich weitergekommen ist. Ich sage, nein, ich gebe auf. Mission Accept. Du wirst merken, es ist vom Schwierigkeitsmodus unglaublich angehoben. So, das unterbreche ich jetzt hier einmal. Naja, mehr als Brain kann es ja nicht sein, oder? Alter, sorry. Der Power Monitor gibt aber auch Energie weiter, oder? Ja, also den brauchst du eigentlich nur an die Energiequelle anzuschließen. Der zieht selber keine Energie, sondern der überprüft nur die Energieleitung. Also sag ich, hab den so zwischen zwei Leitungen dazwischen geschlossen, das geht klar, ne? Ja, wohl. Glaube nicht. Stell dir mal über die Leitung oder vor die Leitung. Okay, ich hab. Gut, ja. Also, wir haben jetzt hier einen Speicher in den Conduits von 18.559 RF. Capacitor Bank wird ja schon gezeigt, weil keiner in der Nähe ist. Ein Maschinenwaffer von 899.000, also 900.000 RF. Und momentan grundlegend Output von über 5 Sekunden eine RF Protect. Richtig viel. Überlegen, könnte man das so irgendwie einsparen? Ich habe irgendwie ein Gefühl, nee. Ah, verdammt, komm. Manu. Kann nicht sein. Weißt du was? Ich setze dich jetzt einfach. Ist ja ein kleiner Energiespeicher. Ich setze jetzt einfach arschkalt, wie ich bin, setze ich jetzt einfach so hin. So, und jetzt haben wir schon ein Conduit-Zeug von 21.760 und ein Maschinenwaffer von 1.060.000 Elf. Also 1000 Elf. Ich würde sagen, kann man mal machen. Könnte man jetzt auch irgendwie einstellen, dass er irgendwie Redstone-Signal ausgibt und so weiter, aber das würde sicher keinen Sinn. Aber wir haben hier schon mal einen richtig schönen Windpark aufgebaut. Gefällt mir. Ja, das war's. Da fangen wir schon mal zu wenig. Das Scheiße, hier sehen die auch, weil ich aufnehme, verdammt. Jetzt sehen die ja, dass das gar nicht eine Live-Aufnahme ist. Ich würde mal sagen, es ist normal. Nee, das ist ja jetzt Quatsch. Dafür muss jetzt hier der Creeper sterben. Ah, irgendwie bin ich noch nicht zufrieden damit. Ich muss noch irgendwas töten. Christian, wo bist du? Betrachte gerade deinen Windpark. Was? Ist das jetzt da oben? Ja. Ich bin gerade runtergehüpft. Ich weiß.
Na gut, zur Rache muss er dann mal sterben. Nein, 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 nicht so wieder. Du kannst laufen, wenn du willst. Ich weiß, wo dein Zuhause ist. Ich weiß, wo dein Bett steht. Ich weiß, wo dein Kühlschrank kühlt. Ich weiß, wo deine Query queries. Das klingt schon wieder komisch. Wie bin ich jetzt hier nach unten gekommen? Naja, hast Glück gehabt. Fühl dich jetzt später. Na gut, aber wir haben jetzt auch ein bisschen von der Zeit schon was überzogen. Habt ihr Glück gehabt? Ich würde sagen, in diesem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentarskis. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Au revoir, adieu, etc. Und bis bald.